Was geht ab? Mein Name ist Siege und herzlich willkommen zu Cities Skylines Episode 15, 14 Natural Disasters und hier ist gerade, geht gerade richtig die Post ab mit meinen ganzen Müllfahrzeugen. Alter, das ist ja eine richtige Achte, man guckt das mal an. Es nimmt kein Ende mit den ganzen Müllfahrzeugen hier. Alter, schön in die Straßen, es fällt bald auseinander. Guck dir mal an. Grüß mal an. Nix los, würde ich sagen. Das nimmt überhaupt kein Ende, ey, mit meinen ganzen Müllfahrzeugen. Wie viel habe ich überhaupt im Dienst, ey? Grüß mal an, das hört gar nicht auf. Ey, das wird langsam gruselig. Die fahren doch die ganze Zeit im Kreis. Das kann doch nicht sein. Die sind doch bestimmt hier eingeschlossen. Die fahren nur die ganze Zeit im Kreis zu suchen nach einem Ausgang. Hier los. Leute. Das nimmt gar kein Ende mit den ganzen Müllfahrzeugen. Okay, wird Zeit schon ein Screenshot für das nächste Thumbnail zu machen, ey. Ja, aber hiermit ist die Episode schon mal beendet. Ein Kehrfahrzeug, immerhin. Kommt doch mal was Neues dazu. Oh, Black. Es nimmt gar kein Ende. Ich guck mal, wo das Ganze. Sag mal. Guck dir das mal an. Das muss ich jetzt mal kurz herausfinden. Hier ist doch komplett Verkehr, Alter. Mega Stau mit den ganzen. Nur mit Müllfahrzeugen. Ich muss sie mal verfolgen. Ich weiß gerade nicht, was die Müllfahrzeuge die ganze Zeit machen. Die fahren hier hin. Fahren hier links rein. Bleiben hier stehen. Wir beobachten jetzt einfach mal dieses Müllfahrzeug. Es fährt hier herum. Fährt dahin. Okay. Dann fährt es hier weiter. Fährt da wieder hin. Fährt hier rum. Fährt da lang. Hier hin. Fährt wieder zurück. Fährt den ganzen Weg wieder zurück. Fährt hier lang. Fährt da hin. Und wieder dahin. Und fährt wieder zurück. Das liegt daran, weil ich gesagt habe, entlernen. Obwohl ich das nicht wollte. Lasst es doch so. Dafür sind dann jetzt meine Müllverbrennungsanlagen zuständig und ich hoffe, dass der jetzt Verkehr hier ein bisschen langsam aufhört, ey. Es ist ja fast abnormal, was wir hier sehen. Wir haben natürlich wieder hart übertrieben mit der Kohle, die ich hier habe. Einfach mal ganz viel hingebaut, aber nur, weil ich hier den Kram hier leer machen will. 14 von 15 Müllfahrzeugen im Dienst. Sehr gut. Ich könnte eigentlich nur noch weitere Müllverbrennungsanlage bauen. Wenn schon, fett, Alter. Somit habe ich viel mehr Schadraum da. Das ist natürlich sehr unnatürlich. Alles gegen die Natur hier. Müll verbrennen, alles in die Luft hoch. Richtig schwarze Wolken hier. Gut, gucken wir, was wir noch so für Sorgen in der Landschaft hier haben. Schauen wir mal. Strom haben wir genug. Wasser haben wir. Jo, warte. Machen wir wieder auf 100%. Gerade noch so gerettet. Müll ist klar. Schule. Oberschule? Ich habe überhaupt keine Oberschule. Es wird langsam Zeit für eine Oberschule und die würde ich hier so hinpacken. So. Mit beiden Städten irgendwie verbunden. Das machen wir jetzt auch. Oberschule. 30 jetzt leider Gottes. Ein, zwei Gebäude nieder. Bereits belegt. Aber womit? So ein normales Gebäude einfach nur. Aber wegen der Haltestelle wahrscheinlich. Mal gucken. Sehr wahrscheinlich wegen der Bushaltestelle. Straßenbahn. Wenn ich die Schule hier hinpacke, ist sie so relativ gut mit beiden Stadtteilen verbunden. Links und rechts. Das wäre hier natürlich noch mehr top eigentlich. Aber es gibt ja Busse. Oder wird es noch geben? Jetzt haben wir eine Uni. 97 für 800. Wow. Das ist gut. Das ist sehr gut. Viele schreiben sich jetzt ein. Ich will mal gucken, wie viele überhaupt, Alter, wird Zeit für eine zweite Schule. LOL. Ey, seid ihr bescheuert. Alter Schwede, warte mal.
Alter, 1000. Leute, seid ihr bescheuert? Die Schule ist voll, ey. Ist ja fast wie in echt. Nur, dass ich nie einen Platz für eine Universität kriege. Okay, ist Oberschule da. Alter Falter. Ich glaube, ich habe das Limit gerade noch so überbieten können. Education Radius 125. Radius. Das ist gut. Ich will ja eine ordentliche Bildung für meine Schulen, Mitmenschen hier bieten. Und wie sieht es mit den normalen Schulen aus? Bildung, Verfügbarkeit, ja, ja. Hier habe ich mehr als genug Verfügbarkeit, mal gucken. Jawohl, mehr als genug. Aber das sind halt die Grundschulen, die weißt du, da kann ich nichts mit anfangen. Und in der Universität werden die Schüler ausgebildet. So. Sorgen wir weiterhin mal für die Infrastruktur. Natürlich reicht das nicht, ich habe nicht genug Geld. Richtig arm. Busdepot, Busbahnhof ist wahrscheinlich das größere. Der Busbahnhof ist ein Knotenpunkt für den Busverkehr. Hier starten oder beenden Busse bzw. Busse ihre Routen. Und was ist das? Das Busdepot schickt automatisch Busse zu ihren Buslinien. Bauen Sie Linien mit den Bushaltestellenwerkzeug. Die Anzahl der verfügbaren Busse können Sie durch die Anhebung oder Senkung der Nahverkehrsbudget der Stadt regeln. Aber Busbahnhof ist eigentlich ganz gut. Da können alle Leute einsteigen, aussteigen. Wow. Oh, viel so. Knotenpunkt, wo alle Busse zusammenkommen und dann sich wieder verteilen in alle Richtungen. Aber ich muss erstmal überhaupt Kohle für ein Busdepot kriegen. Hier verrotten gerade die Bäume. Bedürfnis nach mehr Einwohnern ist da. Das ist perfekt. Vielleicht erreiche ich dann immer die 10.000. Wird doch langsam Zeit hier. Ich muss aber meine Stadt weiter in diese Richtung ausbauen. Einwohnerzahl. Ich würde gern dieses Muster hier fortführen, in diese Richtung dort. Das heißt, ich würde dann hier jetzt weiterbauen. Mal Strom-Dings da kann ich mal wegmachen. Wie sieht es eigentlich mit Wasser aus? Aber erstmal zurück zum Thema. Die Liste hier durchgehen. Schule, Oberschule. Das ist schon mal sehr gut. Berechtigt. Das heißt, die Schule ist immer noch, an ihren Limits. Dann mache ich mal auf Anschlag und schau mal, was los ist. 1250 maximal, mehr kriege ich nicht hin. Sorry, Kinas, einige müssen jetzt halt statt lernen, ja, die Schaufel schwingen hier. So. Gucken wir weiter. Zufriedenheit, alle wunderschön, glücklich, Alter. Die Prepperbahn rastet hier komplett aus. So muss das auch sein. Was ist das denn? Was wollt ihr? Eine Pleite. Viel los. Sehr viele Müllfahrzeuge unterwegs. Wie sieht es eigentlich aus mit den Müllfahrzeugen? Ja, es hat sich hier beruhigt. Es liegt daran, weil ich hier Lernen eingestellt habe und dann fahren sie halt die ganze Zeit im Kreis und lernen die ganzen Dinger aus. 49% voll und hier haben wir 0 von 3000. Das heißt, ich kann Friedhof verschieben. Mach ich mal gleich mal hier hin. Oder ich zerstöre es. Wie viel haben wir denn hier? Ah, es reicht. Ich glaube, ich mache mal das Ding hier weg. Fenster aufrufen. Yep. Haben wir. Fehlt nur noch das Ding hier, dann habe ich hier die Straße irgendwann frei. Aber da kommen ja fleißig LKW an. Fortschritt. Fahren wir erstmal alles schön rein. Voll. 46% voll. Ah, das kann noch ein bisschen dauern, bis das hier. Oha, oha. 1% nach ungefähr 6, 7 LKW.
Da haben sie noch ordentlich zu tun. So. Was hatten wir hier? Zufriedenheit. Gesundheit. Wie sieht die aus? Sehr gesund. Finde ich gut. Stufen. Gewerbegebiete. Wohngebiete. Je dunkler, umso besser. Doch, schaut doch sehr schön aus. Hier noch sehr schwach alles. Aber das muss ich noch ausbauen. Boden richtig, die Richtwert erhöhen. Hier sieht es auch schick aus. Und hier sehr geil. Hier sieht es auch gut aus im Industriegebiet. Hier sieht es schwächer aus. Ja. Dann haben wir hier Windrichtung, Strom, Windkraftwerke. Nichts los. Verkehr hält sich im Rahmen. So einigermaßen. Hier ist viel los. Währenddessen ich hier alles mir angucke, steigt meine Kohle. Das ist gut, dann kann ich als nächstes dann hier Busdepot und so weiter ausbauen. Verschmutzung. Alter, ganzer Fluss am Arsch, ey. Da löst es sich so langsam auf. Weil alles ans Ufer fließt, denke ich mal. Was ist das denn hier? Achso, ja, die Müllhalde. Lärm. Sieht schon fast wie Kunst aus. Ich werde gerade von einem Flugzeug belärmt. Also die Autobahn sieht ganz schick aus eigentlich. So, so. Aber das geht, das geht, das geht. Hier ist viel Lärm los, Alter. Die ganzen, ne? Straßenbahnen und so. Die Wassertürme machen wie Krach. Keine Ahnung, wieso. Feuerwehr. Wie sieht das denn aus? Ja, es wäre schon schön für eine weitere Feuerwehr eigentlich. Feuerwehrturm. Bemannt, die von das Waldbrand erkennen können. Je früher Wald, warte mal. Je früher Waldbrände entdeckt werden, desto schneller können sie wieder gelöscht werden. Eine Waldbrand kann sich auch. Bla bla bla. Hügel und Berge können. Ja, ja. Aber ist das auch nützlich, um zum Beispiel normale Brände zu erkennen oder so? Ich weiß es gerade nicht. Machen wir aber eine normale Feuerwehr. Hier. Direkt da, wo gebrannt wird. Einmal. Gangstermäßig. Wird auch Zeit für eine Polizei. Hier nämlich. Die fahren zwar Patrouille regelmäßig durch die Gegend, aber ich denke, so eine Polizei wäre doch nicht schlecht. Sorry Leute, aber ihr müsst weg. So. Boom. Und dann können wir sagen... Was ist das für eine Kacke hier? Warte mal. Weg. Ich habe hier einiges versaut mit meiner Straßenbahn, merke ich gerade. Ich muss hier mal kurz aufräumen. Das wollte ich eigentlich. Ja. Dann kommt hier alles wieder zurück. Sehr schön. Feuerwehr habe ich. Ja. Immer noch sehr schlecht hier verbunden irgendwie dort. Aber egal, sie ist in der Nähe. Das ist gut. Was haben wir sonst noch so? Transport. Ich könnte die Busse hier so rumfahren lassen. Bis zur Bahn. Und hier Busse im Verkehr lassen. Also hauptsächlich könnte ich meine Busse, meine Linien in den kleinen Gebieten halten. Hier zum Beispiel ein Bus, da ein Bus. Hier ein Bus, da ein Bus. Hier ein Bus. Und hier Busse. Und diese dann zu den Haltestellen hier hinführen. An die Straßenbahnnetze. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Das wäre so mein nächstes Ziel. Bevölkerung. Senioren. Wo habe ich die ganzen alten Leute? So gut wie keine, ne?
Obwohl doch, 21%, die wohnen halt alle irgendwo in den Familien mit drin. Okay, schön. Dann haben wir ausgehende Import-Export. Ausgänge, Eingänge. Export, sehr viel nach draußen, sehr schön. Tourismus habe ich so gut nie wie wenig. Das wäre mal Zeit für Tourismus. Ich muss mal kurz gucken. Irgendwo war mal was mit Tourismus. Ich muss mal kurz gucken. Springbrunnen. Oh, hier habe ich auch noch mehr so einzigartige Gebäude. Alter, ich muss mal ein bisschen hier pimpen. Transportturm. Da muss ich mal wieder mal was machen. Oh, wie war denn das mit dem Tourismus? Ich habe mal irgendwo mal beim Zocken früher ohne Aufnahme in einer anderen Welt irgendwie rausgefunden, wie ich so Tourismus spezialisierte. Genau, das war in den Richtlinien. Ich muss mal eben kurz gucken. Das hier Industrie, Gewerbespezialisierung, Freizeit, keine Gewerbespezialisierung und Tourismus, genau. Ich markiere dann ein Gebiet als Tourismus und baue dort dann Bürogebäude oder... Warte mal. Richtet Gewerbegebiete, diese Gewerbegebiete und diese auch. Zu Büro, zu Touristen, Hotels und so weiter. Genau, das könnte ich schon machen. Das ist gut. Irgendwie so eine Touristenmeile machen. Am besten hier eigentlich. So eine Hälfte. Das mache ich jetzt mal. Voll geil. Erstmal ein Gebiet malen. Reeperbahn. Da habe ich irgendwie ein bisschen Kacke gebaut. Keine Ahnung. So. Läuft eigentlich ganz gut, aber ich mache trotzdem mal Strauchviertel. Die Reeperbahn ein bisschen eingrenzen. Mach quasi eine andere Reeperbahn. Voll stumpf. Vielleicht ich mich schon mal, wie gesagt, immer wieder ablenken lasse. Boah, ist aber schwierig, du. Boah. So. So, Ulmenplatz. Ich mache folgendes. Reeperbahn MK1. Oh, Leute, ey. Sagt das doch. MK1. Und das hier. MK2. So, mal ein bisschen richtig ausschreiben hier. Und hier sage ich Richtlinien. Gebäude. Das. Steuern kann ich auch noch hier irgendwie was machen. Wenn man keine Steuern mehr. Was? Nein, 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 nein. Warte mal. Hier, nix hier. Ich habe hier ein bisschen zu viel. VIP-Gebiet, sämtliche Schutzräume und Richtlinien sind ausschließlich den Bürgern vorbehalten, die dort leben. Ach so. Verstehe. Blitzableiter, Anti-Rutschstollen, du meine Fresse. Für ältere Bürger, da sie weniger wahrscheinlich auf vereisten Straßen ausrutschen. Alter Schwede, was es nicht alles gibt. Sollte ich mir mal alles angucken? Abschrauber-Priorität. Harte Gefängnisstrafe. Die Schule ist aus. Ja, ich muss mich mal demnächst mit den Richtlinien beschäftigen. So, kommen wir jetzt mal dazu. Nämlich Tourismus. Boom. Und so langsam werden dann die Gebäude hier ein bisschen abbauen. Gewerbegebiete sind rund um die Uhr aktiv. Das ist dann Freizeit. Jawohl. Jetzt wird fett umgebaut. Alter Schwede, was habe ich hier für blaue Wolken? Alter, was für ein Dunst hier gerade herrscht. Überall. Kann ich das nicht irgendwie wegmachen? Warte mal kurz. Sonstiges? Audio? Play, warte mal. Track Extension, Prop Cloud. Nee. Genau. Disable Clouds. Genau. Es ist die Stadt komplett grau und trist. Und jetzt wird fleißig umgebaut.
zu Tourismus und Freizeit. Ich könnte jetzt eigentlich mal gucken, ob das klappt. Mal kurz Pause. Ja, eigentlich ganz gut. Das ist ganz gut eigentlich so. Ja, ich lasse das mal so. Dann gucke ich mal. Wenn wir schon mal das eine oder andere hübsche Gebäude hinbauen. Das hier zum Beispiel. Transport. Und das ist ein großes Bürogebäude, das eine von Transport für den Zuschnitt ist. Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Weltraumlift? Wow. 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 Ich habe mir wesentlich kleiner vorgestellt. Das behalte ich mal im Augenschein. Einkaufszentrum der Mäßigung. Das war nicht so schick. Dafür gibt es dort viele kleine günstige Geschäftsanforderungen für den medizinischen Trendzentrum. Tentrums. Eigentlich könnte ich hier so ein Ding hinbauen. Da so. Scheißegal. Hier so. Da könnte ich mal so ein Teil hinbauen. Jawohl. 19.000. Bam. Das freut die Touristen. Kann ich eigentlich schon mal ein paar Bäume hinpflanzen? Das nervt mich hier so ein bisschen mit den... So, ein bisschen verteilen, Alter. Ein bisschen schicker machen hier, den Wald. Schön an der Küste entlang. Schön wäre, wenn es eine Art so einen Pinsel, Alter, wie in Photoshop, einfach mal so eine Spur ziehen von Bäumen. So. Wow, fette Hotels. Allerhöchste Stufe, oder? Das ist eine Stufe, ein komplettes Hotel. Du meine Güte, Alter. Das sieht aber krass aus. Mal kurz aus der Distanz betrachten. Sieht man schon schön die ganzen Hotelbürogebäude. Die haben natürlich eine fette Aussicht zu den Bergen rüber. Warte mal. Schicke Sache, Alter. Ausblick aufs Fluss. Und ja. Und hier Freizeitgebäude. Speziell für meine Reeperbahn-Hotelbesucher. Jetzt schauen wir mal, wie es mit dem Tourismus aussieht. Bevölkerung. Was geht mit Verbindung? Wann? Da ist jemand schon. Nee. Wohnrichtwert. Stadtviertel, Freizeit. Tourismus, genau. Ja, okay. Was ist das für ein Gebäude? Fiesta Hotel. Wieso werden die anderen Hotels nicht angezeigt? Das sind ja auch Hotels. Geringes Vermögen. Großes Vermögen, ja. Die Geringverdiener hier, das hier. Und die Fettverdiener dort, so ein kleiner Anteil. Aber immerhin, sie kommen. Wie sehen meine Einnahmen aus? Sehen auf jeden Fall sehr schick aus. Die Einwohner ziehen aber aus. Bürger, Tourist. Einnahmen von meinen Bürgern und noch relativ wenig Touristen. 5000 davon, 21 von den Steuern. Schick, schick. So. Spezialisierungen. Freizeit und Tourismus. 2340. Ist doch cool. Landwirtschaft gar nichts. Und das sind die so wirklich die Einnahmen von Bürgern. Wenn sie einkaufen und so weiter, gehe ich mal von aus. Einnahmen insgesamt 35.000. Ausgaben 27.000. Schick, schick. Auf jeden Fall wird hier weiterhin fleißig ausgebaut. Ich habe es mir gerade ein bisschen länger angeschaut. Nämlich habe ich mir überlegt, was Wahnsinniges zu machen. Aber ich traue mich noch nicht. Nämlich alle Steuern auf Null zu machen. Oder wenn es geht, einfach nur auf 1%. Oder wie Merkel es gerne macht, auf, warte mal, auf 19. Ja. Alles auf 1. Weil null nicht geht. Und so gucken, wie es sich hier so entwickelt. Das wäre krass. Und wie sich die Stadt dann entwickelt. Was passiert eigentlich mit den Einwohnern? Ich kann dann auch entscheiden, welche Einwohner ich bekommen kann. Welche ich haben will. Warte mal, so kurz gucken. Hier. Oder doch nicht? Wie sieht es denn mit den Richtlinien aus? Mal Richtlinien. Steuerung. Steuererhöhung für gering besiedelte Wohngebiete. Erhöht den Steuersatz um 2%.
sodass ich, wenn ich meine Steuern anhebe, nicht alle Städte, sondern ich die Steuern hier ein bisschen individuell verteilen kann. Dieses Gebiet hier stärker besteuern als das Gebiet da. Das heißt dann, die Gebiete mit den hohen Steuern, ich glaube, werden dann mit von den reichen Leuten bewohnt. Kann das sein? Und die armen Leute ziehen aus und ziehen in die wenig besteuerten Gebiete. Irgendwie schon so, irgendwie so. Voll, das ist gut. Wie sieht es aus? 1% voll, das heißt, die Müllhalde ist gerade jetzt frei. Perfekt. Ich sag mal, perfektes Timing. Dann kommst du mal mit. Das habe ich, glaube ich, ein zu viel gebaut hier, ey. Und den wollte ich ja auch noch aussiedeln, alter Schwede. Ich habe ein bisschen zu viel von den Müllhalden. Mal gucken, ob ich hier so eine krasse Straße zwischen Anarchie. Und hier. Oh, schade. Naja, egal. So. Jetzt habe ich richtig viele Müllhalden. Auf jeden Fall für die Zukunft gesorgt. Und ich habe hier Platz. Geil. So. Aber irgendwie, das sieht hier gerade ein bisschen merkwürdig aus. So. Industrie kann hier wieder wachsen. Und die Straße ist frei. Was mich gerade im Auge irgendwie ein bisschen stört, ist diese Wulst hier, diese Kacke hier. Das stört mich hier gerade ein bisschen. Ich würde die am liebsten komplett abreißen, diesen Viertel hier. Habe ich überhaupt irgendwelche Rettungsmaßnahmen? Warte mal. Ja, aber Roten, die hier durchführen. Mal gucken, vielleicht grenze ich diesen Stadtteil hier einfach ab, indem ich eine Straße hier so, eine Art Grenzstraße hier rumführen, eine Umgehungsstraße meinetwegen. Ich mach das jetzt. Dann ist das Gebiet sein eigenes Gebiet. Hör mal. Vogelsangpark. Mal kurz hier ausschotten. Oder einfach mal ein bisschen. Ausgrenzen. So. Ja, komm. So, und dann eine Straße, eine weitere Straße hier rumführe. Eine gute Straße, neues Gebäude, wo? Polizeihubschrauberdepot brauche ich nicht, noch nicht. Ich sehe gerade, die Episode endet, kommt dem Ende nahe. Ich würde aber gerne nochmal weiterspielen hier. Aber ich würde noch gleich hier mit Busy Air zocken. Ich glaube, ich mache daraus eine Schnellstraße. Ah, ich mache draußen eine Schnellstraße. Two-Lane Highway, genau. Und das hier. Hier baue ich nichts ran. Erstmal nichts. So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen so eine Art Eingrenzung gemacht. Und ich könnte hier eine kleine Straße verbinden mit all den anderen Sachen. Ich will irgendwie stylische Verbindungen machen. Kurwa, ist das hässlich. Und dann. So. Was ist hier passiert? Alter Schwede. Bisschen schmal die Straße, oder? Ich übertreibe hier wieder mit meinen künstlerischen Ausgüssen, ey. So, ich habe bestimmt wieder ein paar Zonen misshandelt. Ein paar kleine Einkaufszonen hier. Nein, hier nicht. Ja, komm, lass ich so. Gut, das nimmt Form an. Kann man schon mal stolz drauf sein, was wir hier gerade erreicht haben. Wie sieht es mit der Einwohnerzahl aus? Sie steigt, ist gut, aber bleibt eigentlich stabil. Sie ist gut. Sie steigt, bleibt aber eigentlich stabil.
Die Straßenbahn funktionieren. Hier wird fleißig betrieben. Freizeit und Tourismus. Kann ich irgendwie sehen, wie viele Touristen hier gerade leben? Außer Betrieb, nicht genügend Kunden. Okay. Das heißt, wir brauchen noch mehr Freizeitaktivitäten hier. Genau. Hier so. Einen kleinen Park hinbauen. Oh, ich werde gerade angerufen. Kleinen Moment. Ja, ich wurde angerufen, ich bekomme gleich Besuch. Aber es trifft sich gut eigentlich, weil eigentlich ist die Episode schon so gut wie zu Ende, leider. Ich hätte gerne noch weiter gespielt, ey, weil das macht richtig Bock hier, City Skylines. Und mal kurz einen kurzen Verkehr hier checken, das läuft alles paletti hier, alles schickimicki. Weil ich wollte mir noch kurz noch die Dingers hier durchschauen. Wo bin ich hängen geblieben? Tourismus. Genau. Wohnrichtwert ersteigt. Ich habe ja doch irgendwie irgendwo was hingebaut. Die Matroschka-Viertel, das Ding, oder? Kann das sein? Wo ich mir gedacht habe, funktioniert das oder nicht? Aber egal, Bodenrichtwert apropos. Ich könnte dann in den nächsten Episoden meine Straßen schöner machen. Die, wo jetzt keine Straßenbahn ist. Mal gucken. Sowas hier mit Bäumen, Alleen draus machen oder mit Rasenflächen einfach nur, damit allgemein der gesamte Bodenrichtwert erhöht wird und die Stadt einfach schöner aussieht. Was haben wir sonst noch? So Rohstoffe. Hier Erz. Da könnte ich Erzindustrie hinbauen, so irgendwann als nächstes, wenn ich meine Industrie hier weiter ausbaue. Zonen. Ja, ja. Ist klar, ne? Sieht aus wie hier die ganzen Bereiche von Naku hier, die ganzen hier Steak und so weiter. Freizeit. Da sehe ich die komplette Übersicht, wo ich Freizeit gebaut habe. Hier habe ich nichts, Alter. Da müsste ich irgendwann mal was hinbauen. Gelände. Geheizt wird überall. Das ist schön. Und Straßeninstandsetzung ist in Ordnung. Genauso wie hier. Verschneitenstraßen. Fluchtwege, Routen habe ich. Da müsste ich mal neue einrichten. Aber erst, wenn ich hier einen weiteren Bunker baue. Radio. Warnantenne. Ja, ich könnte eigentlich zwei bauen. Hier eine und da drüben eine. Könnte. Verstörung habe ich keine. Und Katastrophenerkennung ist auch noch nichts. Würde ich aber gerne mal ausprobieren, indem ich mal ein paar Erkennungsstellen aufbaue. Insgesamt so weit, so gut. Ich bin ultra zufrieden mit der Stadt. Hier und da Probleme gehabt, aber nichts, was nicht meine Möglichkeiten überfordert. Aber trotzdem sehr herausfordernd ist. Ich finde das Spiel mega geil und ich werde es weiter zocken. Und würde sagen, man sieht sich in der nächsten Episode in dieser Staffel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein neuer Abonnent sich mir dazu gesellt. Und wenn meine Videos geliked werden oder halt geschrieben wird. Bitte weiter damit. Und ich würde sagen, man sieht sich dann in der nächsten Episode. Screenshot-Suche. Ich glaube, ich habe für ein gutes Motiv, ne? So. Und man sieht sich in der nächsten Episode. Adios, amigos.